Hello Boys and Girls, willkommen zurück bei Shadowman Remastered. Ich hatte nochmal recherchiert irgendwie, was es mit diesen Bodensymbolen auf sich hat, aber wurde da ehrlich gesagt nicht schlau draus. Ich hatte gerade noch was überlegt. Fiel noch gerade was ein, was ich noch nicht probiert hatte. Ich war da nämlich eben schon und bin dann wieder hier, beziehungsweise ich habe den Spielstand geladen. Eine Sache, an die ich nicht gedacht habe. Genau, hier war das. Dieses Ding hier fährt doch nach oben. Ich bin eben mit dem Ding nach oben gefahren und dachte mir so, hier oben war ich doch noch gar nicht. Weil diese Krüge hier noch waren. Ihn jetzt erschossen habe, dachte ich mir so, ja. Und das Beste an dieser ganzen Geschichte ist ja auch, das führt mich genau dahin, wo ich hin wollte, zu diesem hier auf die andere Seite, wo der Schalter ist, den ich nicht erreichen konnte. Hier nämlich, seht ihr? Seht ihr, wo ich bin? Ich stand eben so hier und dachte mir, oh Mann, ich bin so doof. Easy. Kann ich nämlich runter und auf die andere Seite. Beziehungsweise kann ich hier rüber springen jetzt? Nein, das geht nicht. Schade. Deswegen dachte ich, ich starte die Folge mal hier in dem Tempel. Wieder diese Symbole. Das ist noch eine dunkle Seele. Wie ich es mir gedacht habe. Die Frage ist, wie komme ich da ran? Wie kommt man da raus? Fragen über Fragen. Er guckt doch schon so bedächtig auf das Symbol, aber ich habe leider irgendwie nicht rausfinden können im Internet, was das sein soll. Keine Ahnung. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu ungeduldig, um zu lesen. Okay, da komme ich nicht hoch, aber ich habe eine andere Idee. Und zwar gehe ich jetzt nochmal komplett zurück. In den anderen Raum, da sich diese Köpfe jetzt abgesenkt haben, kann ich nämlich oben in diesem Tunnel. Das heißt, ich muss nochmal hier auf die andere Seite. Dann nochmal mit dem Stein nach oben fahren. Ist jetzt noch ein bisschen gefrickelt, so kurz vor Ende des Tempels, aber das machen wir auf jeden Fall noch. Dann dürfte ich 78 Seelen haben. Das heißt, die nächste Seelenstufe erreichen wir mit 91. Ich glaube, als nächstes würde ich gerne nochmal Orte abklappern gehen, mit der ich jetzt mit meiner neuen Fähigkeit drin rumschwimmen kann. Um dann noch ein paar Seelen mitzunehmen. Achso, ich bin auf der falschen Seite. Scheiße. Ups. Ah. Kleiner Time Loss, ist nicht schlimm. Bring mich einfach nochmal zurück. Die Seite. Gut, also, ich überlege gerade noch nebenbei, bei den Lavadukten weiß ich ganz genau, da ist auch Säure, Lava, Plörre, nennst sie du willst, wo ich nicht da rein konnte, da auf jeden Fall, und es gibt noch die, wie heißt das denn, ich hab den Namen vergessen. Hier, der Maschinenblock. Hier gibt es 15 Seelen und ich habe keine einzige.
Und wir haben jetzt so viele neue Fähigkeiten mittlerweile, dass ich ehrlich gesagt da als nächstes hingehen wollen würde. Um zu schauen, ob ich mit meinen jetzigen Fähigkeiten da irgendwie was reißen kann. Ah. Ach, hier oben bin ich jetzt. Ah, hier kommt man hin. Aufregend. Leider kann ich diese Tür noch nicht öffnen. Das ist sehr schade. Aber ich kann hier hin. Sehr cool. Das erklärt aber immer noch nicht, wie ich diese dunkle Seele bekomme. Vielleicht führt mich der Pfad ja dahin irgendwie. Möglicherweise, ich weiß es nicht. Ich hab's. Wäre schon ziemlich geil. Wenn ich nur wüsste, was das ist. Kann ich es verbrennen? Nee. Ich hab keine Fähigkeit, die irgendwie hilft. Damit vielleicht? Irgendein Item? Ich weiß nicht, was das heißt. Vielleicht kann ich die verschwinden lassen mit irgendeinem Item. Aber ich weiß aktuell nicht, mit welchem. Es tut mir leid. Ich bin ja gerade so ein bisschen lost. Muss ich ja zugeben. Ach, vielleicht hat ja mein lieber Fire. Heißt jetzt offiziell Fire bei mir. vielleicht hat mein lieber Fire ja noch eine Idee. Kann mir das gerne in die Kommentare schreiben, was ich mit diesem Symbol anfange und ob es dazu ein Item gibt, was ich brauche, irgendeine Waffe oder sowas. Weil ich habe ja noch einige Slots frei, wie man sieht. Die Hälfte. Da gibt es noch bestimmt einige Items und Waffen, die dazu kommen. Mal von den Munitionsarten abgesehen, brauche ich ja noch 3 Waffen, so wie wir unten links unschwer erkennen können. Okay. Also, lasst uns mal hier im Maschinenblock nachsehen, was hier so geht. Weil wie gesagt, 15 Seelen ist eine Hausnummer. Wenn ich zumindest mal 5 Seelen noch bekommen könnte, das wäre schon echt super. Na, brauch für die nächste Seelenstufe doch etwas mehr. Brauch 14. Heißt, ja, rein theoretisch bräuchte ich hier fast alle Seelen. Wenn ich nur wüsste, wie es hier irgendwie weiterging. In diesem Level. Ich hab's. Es ist ganz schön dunkel hier. Frag mich trotz allem, warum ich so... warum ich noch keine einzige Seele hier gefunden habe in diesem Level. Woran liegt's? Ich weiß es nicht. Kann ich da nicht irgendwie drauf springen? Geht das nicht? Irgendwie reicht's nicht. Okay. Dann was anderes. Dann gehen wir nochmal hier zu den Lavadukten. Also hier finde ich definitiv noch was. Ach, guck mal, wie praktisch. Schwimme gerade mal mit dem Strom.
Falls hier noch. Ah, ja, guck an. Falls hier noch irgendwie ein Durchgang ist, den ich nicht sehe, weil diese Dinger gerade am Rotieren sind. Was haben wir denn da? Professor? Ich hab's. Ist das ein Aufzug? Okay, bauen wir den Schlüssel. Hat er gerade die Tür geschlossen? Das war so aber nicht geplant. Okay. Ach, das hat das Ding über mir geöffnet. Ich dachte, das wäre ein Aufzug. Bin ich denn jetzt? Lass mich raten, das schließt es wieder, oder? Naja. Ne, ich lasse es mal offen. Falls ich dahin wieder zurück möchte. Ach, das ist die dunkle Seele, an die ich nicht rankam. Die war ja von der Seite aus verschlossen, die Tür. Verstehe. Die dunklen Seelen gehören mir. Nice, nice. Nicen Steinhof 2. 78. So, und jetzt kann ich hier die Tür öffnen. Ja. Wie viele dunkle Seelen gibt's hier noch? Zwei. Okay. Dann nutze ich mal den Schacht hier und spring wieder zurück in die Lavasuppe, um auf der anderen Seite mich umzuschauen. Warten wir erstmal, bis das Ding vorbei ist. Soundkulisse jedes Mal. Hier ist halt der Nebenbereich anders und hier zwischen Kinderlachen und wo war's? Im Spielzimmer oder so? Wo man dann irgendwie Kinderlachen hört und dann irgendwelche zersägten Menschengeräusche und was zur Hölle? Bin ich gerade zurückgeschwommen? Guck mal, das Ding schiebt mich an. Wundervoll. Ich bin wieder hier. Was? Bin mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Achso. Falsch. Achso, da war noch ein Eingang. Ah, okay. Hä? Im Schaden? Das finde ich nicht nett. Achso, war wahrscheinlich von den Gegnern. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Bin hier lang geschwommen. So. Ah, okay. Es gibt zwei Wege zurück. Verstehe. Verwirrend, aber gut. Alles klar. Okay. Es sieht nach dem gleichen Spiel aus wie eben auch. Eine öffnet die Decke, während das wieder die Tür verschließt. Wow. Bin ich denn jetzt? Hier schon? Kommt mir bekannt vor. Kann ich nicht treffen. Was bringt's mir denn hier zu sein? Hier war ich doch schon. Ich glaube schon. This is not the way to go. Wenn es hier mehrere Wege gibt, dann check ich sie einfach mal alle ab.
Okay, hier war ich definitiv noch nicht, sonst wären die Fässer weg. Okay. Weil ich hoffe mal sehr, dass ich diesen Bereich hier irgendwie clearen kann. Ich doch auch schon. Es geht doch nichts. El Bastardo. Viele Gegner mit Kettensägen. Hier war ich definitiv schon. Ne? Das erkenne ich wieder, auf jeden Fall. Ah, lass mich in Ruhe. Hey, aber... Hä? Wozu sollte ich dann diese... Das sind dann für mich viel mehr Shortcuts, statt dass es irgendwie was bringt. Keine Ahnung. Hier gucken. Also irgendwie scheint es ja noch zwei dunkle Seelen zu geben, aber zur Hölle sind die. Der Bereich kommt mir nicht bekannt vor. Da war ich definitiv noch nicht. Na? Komm hier. Oder... Da! Wer ist das? Dreckiges Schwein. Ah, hier ist ein Hebel. Lass mich raten, der öffnet. Ja, mit diesen. Zusammen. Good Effect. Jetzt bin ich hier oben wieder. Ah, den Bereich kenne ich auch. Hier war eine dunkle Seele auf dem Ding. Das definitiv. Okay. Okay, und hier ist ein Durchgang. Komme ich denn hier lang? Ist echt dunkel, die sehen halt einen Scheiß, ne? Eine geheime Fasskammer. Fass es ja nicht. Ich hab's. Nice. Ihr seht wahrscheinlich jetzt gar nichts. Es ist radikal dunkel hier. Wow. Okay, ist aber nichts zum Drücken. Hier bin ich wieder. Hey, ich speichere trotzdem nochmal. 22 von 32 Dingsies. Okay. Also, dass ich hier schon mal so eine Art Shortcut geöffnet habe, ist ganz cool. Bringt mir aber gerade nicht viel. Also eine dunkle Seele konnte ich hier leider nicht sehen. Da oben war leider auch nichts. Hat mich nur wieder hier rausgeführt.
Ich werde trotzdem nochmal den Pfad der Suppe schwimmen. Noch einen Raum nochmal erneut abzuchecken, um mir Gewissheit zu verschaffen. Den mit den Fässern. Ihr werdet gleich sehen, welchen Raum ich meine. Ich war da eben schon mal. Bin davon ausgegangen, dass ich in diesem Raum schon war. Aber vielleicht war ich in diesem Raum auch nicht. Da es keine Karte in diesem Spiel gibt, was ich immer noch beschissen finde, muss ich halt Trial and Error hier nochmal mein Gedächtnis zum Besten geben. Weil manche Räume sehen sich auch verdammt ähnlich aus. Also, es ist halt auch ein Produkt seiner Zeit, dadurch, dass es halt viele Copy-Pasted-Grafiken hat. Kommt man da manchmal, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Also zumindest geht's mir so. Hier, den Raum meine ich. Bin ich nämlich hier runtergefallen. Haut ab. Ah, shit, ich hab den Schlüssel. Au. Okay. Wenn das Ding noch hier ist, war ich definitiv noch nicht hier, sonst hätte ich es angesammelt. Gibt's noch einen Raum? What? Geht's denn hier lang? Okay, das ist neu. Ach so, jetzt einmal rum. Palette denn? Ah. Das, ja. Mich gerade gefragt, ist das machbar? Okay, das ist ja so ein riesiges Konstrukt aus irgendwelchen Koffern, whatever. Texturen sind irgendwie nicht einzuordnen. Ist da was Wichtiges drin? Nee, nur Lebensenergie, das passt schon. Bin ich extra runter für. Magie. Shit. Ach, hier bin ich jetzt wieder, oder was? Achso, ich bin einmal rumgelaufen. Hier auf diesen großen Klotz zu springen macht keinen Sinn und der Gang führt mich einfach nur auf die andere Seite. Aber dieser Raum hat keinen Eingang. Also zumindest sehe ich keinen. Das heißt, wir kommen entweder durch einen Eingang, den ich noch nicht kenne. Oder durch den, dadurch, dass ich halt durch die Lava geschwommen bin. Bringe ich den hier am klügsten eigentlich? Hier drauf ist kein Problem, aber auf die andere Seite schaffe ich nicht. Hier hoch zu springen. Muss irgendwie einen anderen Weg geben. Das schaffe ich nicht. Okay, das ist kein Problem, aber hier wird es schon schwer. Schaffe ich das darüber? Au. Das ist halt ziemlich frech, ne? Ich werde von Gegnern angeballert, wo ich nichts machen kann. Ja, auch hinter dem Zaun versteckt er sich. Ziemlich frech. Mich halt von ihm bespaßen lassen. Nicht mehr vernünftig anvisieren. Räudiger Klumpenmeister, jetzt gibt's auf die Fresse. Dreckiger. So. Hätte ich das mal vorher gewusst. Oh Mann. Das ist noch ein Fass. Michael Fassbender.
War da irgendwas Wichtiges drin? Nee. Okay, dann scheiß drauf. Aber ist hier vielleicht noch was? Das ist die Pinaki. Finally got it. Die dunklen Seelen gehören mir. Yes. Das ist geil. Nice. Okay, eine fehlt dir noch. Krasser Scheiß, aber ich wüsste gerne wo. Okay, hier ist nichts mehr. Definitiv alles abgegrast. Brauche ich den Schlüssel wieder? Ja. Ich hätte am Anfang, als ich das gespielt habe, nie gedacht, dass ich so weit komme. Ich habe das Spiel damals ja mit einem Kumpel gespielt, weil er das hatte für die PS1. Aber ich selber war nie so weit alleine gekommen. Nicht durchs, so ohne seine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Wir haben uns ja immer abgewechselt. Wir haben ja dann immer so gesagt, okay, diesen Abschnitt machst du, den mache ich. Das ist halt schon so lange her, ich habe überhaupt keine Erinnerung daran. Deswegen ist fast alles für mich wieder so blind. Ich klappe jetzt nochmal die einzelnen Wege hier ab. Und untersuche nochmal alles. Fuck. Was ist denn hier? Achso, okay. I remember. Jetzt setzt mir gerade die Schuppen vor den Augen. Woher du kommst. Und da hinten kommen noch mehr. Was ist denn das Ding, wie ich es mal brauche? Okay, noch zwei. Hängen hier nicht fest. Genau, weil das Ding hat den Zugang hierzu geöffnet. Zu diesem Raum. Weil hier hatte ich eigentlich schon alles abgegrast. Aber warum kann ich dann nochmal hier hinkommen? Das ist die Frage. Ist hier etwa etwas, was mir entfallen ist? Die habe ich nicht eingesammelt? Ich bin ein richtiger Hannes. Was, für nur noch drei? 29 von 32. Da war ich hier vielleicht doch nicht. Das sieht nur ähnlich aus. Och, komme ich jetzt nämlich wieder zurück in den Raum mit der Drehplattform hier. Naja. Ich töte dich, damit du mich nicht weiter nervst. Ich hab's. Ich hab's. Hey. Gut, der Raum hier ist geklärt. Bleibt eigentlich nur noch ein Raum nochmal zu kontrollieren. Dann habe ich es hier in den Lavadukten auch und dann muss ich echt nochmal grübeln oder alle Wege hier ablaufen, um nochmal zu sehen, wo vielleicht die letzte dunkle Seele sein könnte.
die ich vielleicht übersehen haben könnte. Also effektiv gibt es hier drei Räume. Genau, und hier war ich schon. Und hier habe ich den Shortcut geöffnet. Onkel, ist das ein Traum? Genau hier. Aber hier war ich ja schon. Da habe ich dadurch vielleicht noch eine weitere Tür geöffnet, die ich nicht weiß, dass ich sie geöffnet habe damit. Scheiße. Ah, oh, shit. Was war das hier? Hau ab. Ah, shit. Oh nein, ich will nicht sterben. Ah ja, genau, du auch noch. Ich bin tot. Unvorstellbar. Ja. Das Unvorstellbare ist, ich fange hier an und werde direkt angeballert. Fuck you, ey. Nee, leider keine Ahnung. Liebe Freunde, wir haben jetzt ein paar dunkle Seelen gesammelt, 79 an der Zahl haben wir. Eine fehlt uns noch hier, von der ich leider nicht weiß, wo sie ist. Ich werde nochmal einen kurzen Gang runter machen, wo ich da eben gestorben bin, aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwas ist, was mir weiterhilft. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Shadow Man Remastered, wenn es dann weitergeht. Und dann begeben wir uns mit den Wunschspreizern wieder zurück in die Welt der Lebenden. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal.